So, ich werde euch jetzt kurz zeigen, wie das mit dem Datenexport funktioniert, und zwar am Beispiel vom ESP, das ist ein Einschreibeportal für das Seminar hier. Aber wichtig ist, dass man den CSV-Datenexport oft verwendet, wenn man aus Datenbanken, aus dem Internet zum Beispiel etwas rausziehen und dann mit einem Tabellenkalkulationsprogramm weiterverarbeitet. Ich zeige euch das kurz, wie ich das mache. Jetzt bekommt man hier ein kleines Dokument. Der Vorschlag ist, direkt mit Excel zu öffnen. Da habe ich aber ein kleines Problem mit der deutschen Version, wo die da irgendwie mit Kommas und Punkt das anders machen, bei den Dezimalstellen. Und darum ist es wichtig, dass ich den Umweg mache, hier die Datei speichere. Ich speichere das unter Downloads hier. Ich habe das schon vorhin mal gemacht, darum gibt es die Datei schon. Dann wechsle ich zum Excel. Gibt es zwei Wege, entweder gebe ich hier in der Suchfunktion für die Funktionen, das ist übrigens sowieso eine tolle Aktion, dass ich hier CSV verarbeiten will. Da bekomme ich gerade den Befehl, den ich brauche. Er ist schon unter dem Thema Daten hier oder im Reiter Daten versteckt. Da hier Text aus CSV importieren und dann bekomme ich so die Importeinstellungen kann ich ein bisschen bearbeiten, mit welchem Trennzeichen dass ich das Ganze mache. Dann kann ich schauen, was passiert, wenn ich das mit Komma mache. Dann habe ich das Problem, dass ich alles in einer Spalte habe. Mit Semikolon die Deutschen das importieren, weil sie nicht das Komma verwenden. Gut, weil das Komma eben gebraucht wird für Dezimalstellen. So kann ich das laden. Und dann bekomme ich eine wunderschöne Tabelle, die ich nachher weiterverarbeiten kann.